höre jemanden röcheln. Der hat schon wieder Bock. Röcheln oder keuchen. Ob der wohl seine Maske trägt? Vielleicht hat der auch einfach Sauerstoffmangel. Hat sein Asthmagerät vergessen. Ich muss jetzt hier nach unten, oder? Nö. Was hat der Hebel nochmal bewirkt? Ich hab keine Ahnung. Ah, okay. Wir gehen jetzt einfach mal hier hoch. Lässt sich hier hinten was passiert? Einfach nur dem Atmen. Dann... Was? Oh mein Gott, da steht die ganze Meute, Alter. Oma, Opa, Tante, Onkel, alle sind da. What die denken, what die tun, hab ich gefragt. Hab ich nicht drei gesehen? Wie viele Secrets haben wir mittlerweile? Zwei. Du alte Kackwurst. Stinkst doch nach Matt. Eieieiei. So. Ich habe gestern was richtig Cooles gefunden im Internet. Ja, und zwar, es gibt Jogginghosen, jetzt halte ich fest, es gibt Jogginghosen, die ausschauen wie eine Jeans. Und warum trägt man nicht einfach eine Jeans? Warte, ich habe dich gerade nicht gehört, nochmal. Warum sollte man sich das kaufen und trägt nicht einfach direkt eine Jeans? Das fällt so einfach, wenn man Jogginghosenliebhaber ist. Ja, das ist feier doch, ich. Das ist doch, nein. Ich trage jeden Tag Jogginghosen, von morgens bis abends. Es gibt nur zwei Ausnahmen, wo ich eine Jogginghose nicht trage. Okay. Das ist bei Hochzeiten und bei Beerdigungen. Nein. Das ist dann eine schwarze Jogginghose. Okay, und bei einem Vorstellungsgespräch, ne, wenn wir mal irgendwo, dann natürlich auch, aber nur zu seriösen Anlässen, ansonsten trage ich den ganzen Tag Jogginghosen. Ernsthaft? So einfach? Wofür die Luke? Was? Ich habe einen Herzinfarkt bekommen. Aha. Spiel! Secret? Nee. Weiß ich nicht. Da hinten ist ein Knopf. Knöpfe sind dazu da, um gedrückt zu werden. Aha. Gedrückt zu werden. Alles klar. Wasser ist abgelassen. Let's go. Schatz, lass mir doch mal das Wasser ein. So. Das mit den Luken ist geil, ne? Hättest du auch gerne eine? Kann ich dir gerne einbauen. Komm dann morgen vorbei mit Schweißgerät, dann baue ich dir das ins Badezimmer ein. Ich hätte gern so eine Druckplatte vor meinem Eingangsbereich. Und sobald man draufsteht und der Retina-Scanner nicht meine Augen gescannt hat, ja. Zündet das TNT. Geht eine Luke auf. Ja klar, TNT und zerstört mein Haus. Nee, dann geht eine Luke auf und wer auch immer da steht, ob Postbote oder Nachbar, fällt einfach hinein. Ganz viel Hass, ganz viel Hass. Aber wirklich Unmengen an Hass. Ja, du trödelst, ne? Die Hitbox war noch nicht da. Ich muss ja mal bitten. Ja, und deswegen sagt Cytex so oft, Monster, hast du eigentlich schon gespeichert? Tut er das? Das war jetzt schon echt 10 Minuten oder so ohne Speichern, ne? Das war jetzt schon echt richtig Time-Wasting, ja. Da hast du die Folge wieder effektiv auf 10 Minuten gestreckt. Krasser Typ bin ich. Ja, ich weiß. Verdammt.
Da hat sich sogar ein bisschen was von Lara im Wasser gespiegelt, ist ja krass. Mhm. Das ist sein Witz! Wie sie denn seine atmen? Da unten ist ein Hain. Etzela reicht's. Lass dich gleich aus. Na komm schon. Und jetzt drücken wir den hier. Kommt hier immer aus dem Arschloch auch ein M4-Lauf, M16-Lauf raus? Ja. Okay. Bückst du dich dann und dann schießt du oder wie machst du das? Nee, ich muss mit meiner Hand so eine Bewegung machen, dann kommt meine versteckte Klinge raus. Okay. Und dann geht's richtig ab. Wo kommt die raus, muss ich mal nachfragen. Aus einer Vorrichtung. Oh, okay. Ich möchte nicht näher drauf eingehen, aber es war teuer. Ich Es wird Krieg geben. Ja, glaube ich. Werde ich ja sauer. Der hat immer noch nichts dabei? Nee. Also ich glaube nicht, dass es komplett random ist, wann die was droppen und wann nicht. Ich glaube schon, dass es gescriptet ist. Ist gut möglich, ja. Dann ziel halt nicht auf ihn, Lara. Lass es halt. Lara? Du musst ja mal bitte. Hey, gerade hat's doch auch funktioniert. Was willst du denn von mir? Das hatte es. Jetzt fangen sie wieder an zu atmen. Okay, gerade ein bisschen Verzweiflung. Erzähl uns mal eine Geschichte. Eine Geschichte möchtest du hören. Okay. Kennst du? Mhm. Kennst du vielleicht. Nee, ich glaube nicht. Das ist nicht deine Zeit. Naja, komm, schieß los. Es gab damals ein Kinderbuch. Okay, es gab einige Kinderbücher. Es gab damals ein Kinderbuch. Das war. Bescheid. Speichern. Ja. Ah, ja. Gut. Es gab damals ein Kinderbuch, das war. Mhm. Das hatte ein paar Geschichten. Also mehrere kleine Geschichten. Mhm. Diese Geschichten waren. Aha. Also, sie sollten den Kindern etwas lehren. Okay. Das heißt, du hast die Geschichte deinem Kind vorgelesen, da gab es ein paar Bilder dazu, es war alles ganz cool. Und irgendwann hat Deutschland dann mal gesagt, dass diese Bücher irgendwie sollte man sowas seinen Kindern nicht zeigen. Denn in diesen Kindergeschichten ging es darum, dass zum Beispiel ein kleiner Junge der hat immer am Daumen gelutscht. Und dann hat die Mutter ihm gesagt, na, das macht man nicht, sonst kommt nämlich so ein Typ und der schneidet dir mit einer Schere die Daumen ab. Okay. Wenn du weiter dran lutscht. Der Junge hat nicht gehört, war nicht artig, hat weiter am Daumen gelutscht und irgendwann kam dann der Typ mit der Schere und hat ihm die Daumen abgeschnitten. Ja. Und da waren dann natürlich auch Bilder dazu, wie das Kind dann da stand, weinend mit zwei blutigen Händen und fehlenden Daumen. Okay. Und dieses Buch hieß Der Strubbelpeter. Gebrüder Grimm? Nein. Könnte sogar von den Gebrüdern Grimm sein, ja. Da gab es auch noch andere Geschichten, sowas. Ich kann mich jetzt auch nur an ein paar erinnern. Da gab es eine Geschichte von vier weißen Leuten. Und die haben einen schwarzen Mann ausgelacht, weil er schwarz ist. Okay. Und das haben sie jeden Tag gemacht. Und irgendwann hat Gott oder wer auch immer
hat sie in Tinte fallen lassen oder so. Dass sie selber schwarz waren. Und dann waren sie noch schwärzer als der schwarze Mann. Okay. Und die haben dann trotzdem nicht draus gelernt. Ich weiß nicht. Und irgendwann wurde dieses Buch mal verboten. Weil es schon echt ein bisschen verstörend war. Und ja, die Geschichten sind, also es ist schon nicht schlecht, wenn man die mal gesehen hat. So. Das ist schon irgendwie, weiß ich nicht. Also kann man mal gelesen haben. Wenn mal angeguckt haben, dann hat man halt das Wissen darüber, ist super. Und nachdem diese Bücher verboten wurden, ich weiß nicht, ob die mittlerweile wieder erlaubt sind, keine Ahnung. Kriegst du alles irgendwie. Ich habe noch eins davon. Das war früher ein ganz normales Kinderbuch. Das hatte jede Oma, hatte das zu Hause liegen. Das haben sie damals in Kindern gezeigt und es war alles cool. Und so hat man den Kindern dann klar gemacht, so lutsch nicht an deinem Däumchen rum oder lach nicht über andere Kinder, die anders sind oder whatever. Aber die waren einfach echt zu brutal. Die waren tatsächlich zu brutal. Ich guck mal eben, von wem das ist. Mir fehlt übrigens noch ein Secret, ne? Denk dran. Ja, da musst du ja ein bisschen, wo das ist, ne? Strowelpeter hieß es. So. Die kann man tatsächlich noch kaufen. Okay. Ah, stimmt. Da gab es auch noch irgendeinen Jäger, der hat irgendwen erschossen. Ich weiß, es war ganz, ganz komisch. Und das ist von... Nee, Heinrich Hoffmann hat das Buch tatsächlich geschrieben. Hat sehr gute Bewertungen, war aber tatsächlich... Ja, hier ich sehe gerade das Bild von dem Typen, der dem Bub die Daumen abschneidet, voller Blut mit der Riesenschere. Also das ist schon... Ich glaube sogar, dass ich das auch mal gelesen habe, was ich da nur... Das ist schon... Soll ich speichern mal? Safe Game. In der anderen Geschichte ist irgendwann, glaube ich, der Hund oder die Mutter gestorben und es war echt schon bizarr. Übel. Ja, ich habe sie auch nicht als Kind gelesen. Ich habe die, glaube ich, irgendwann mal, als ich 14, 15 war, habe ich die mal irgendwo bei meiner Oma gefunden. Da habe ich da mal durchgeblättert. Aber es ist schon makaber. Ja, das andere Secret. Wo, ich bin gerade am gucken. Nee. Aha. Ich wüsste gerade halt auch nicht, wo ich hin soll, irgendwie. Ich war hier doch schon mal. Wieso kann ich jetzt hier wieder hin? Was ist der Sinn da dabei? Was haben wir denn gerade gefunden? Wir haben jetzt hier den dritten Circle Breaker. Wir haben drei Stück, aber wo soll ich die denn einsetzen? Ich hab keine Ahnung. Spiel, was willst du von mir? Speichern mal. Ich meine, hier war ein Gegner. Wenn da ein Gegner war, dann sollen wir hier auch hin. Das ist wahrscheinlich klar. Die hätten das Areal nicht gebaut, wenn du da nicht hin solltest. Da waren wir doch schon. Deswegen. Achso. Zieh ab. Okay. Aha. Uzi-Clips. Aha. Muss ich jetzt etwa echt hier hin? Ist das der Indikator dafür, dass du wieder zurück sollst? Unser Kannst du hinten? Aufs Sprungbrett? Wir sind doch da nie runtergegangen, oder? Achso, sorry, Sprungbrett, ja. Nee, alles gut, du kannst auch gerne erst mal durch. Nee, wir werden wahrscheinlich nicht wieder zurückkommen. Ich glaube, hier bin ich nämlich am Anfang gar nicht weitergeschwommen. Ich denke nicht, dass wir da hochkommen, aber... Ups, mein Fehler. Upsala. Wessen sonst? Du bist der Einzige, der hier spielt. Lara ist perfekt. Obwohl, sie kriegt wahrscheinlich eine krasse Hornhaut, wenn sie weiter barfuß durch die Gegend rennt. Ja, es ist eigentlich gut, Menschen sind nicht dafür gemacht, eigentlich Schuhe zu tragen. Es ist eigentlich sogar schlecht, wenn man Schuhe anhat. Für die Physik. Naja, aber sie schützen dich. Ja, natürlich, aber du kriegst halt dadurch... in den Füßen, die Knochen verformen sich ja quasi in der Ding, dann werden die platt und alles. Kann ich so noch nicht beurteilen. Ja, tatsächlich. Ein Hebel. Sicher, dass du da nicht am Anfang warst. Ist das aber so? Nee, ich war hier nicht hundertprozentig. Okay. Ganz, ganz sicher. Ich bin hier hochgetaucht.
Und dann hatte ich diesen Hebel da. Und dann bin ich wieder zurück. Der ist ja gut. Alter. Dann bin ich gleich wieder zurück. Weil ich dachte, ich habe hier was verpasst. Da meinst du auch so, nee. Hier irgendwie noch nicht. Guck mal. La, 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 la. Hier, 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 hier. Zeig euch. Erledigt. Ja. Das kommt mir alles sehr bekannt vor. Okay. Wo ist das? Hier liegt noch ein Medipack, ich seh's genau. Aha. Also keine Schnuppernase aktiv. Noch nicht. Da hinten ist das safer, wenn man hier was verschieben muss. Aha. Wie groß dieses Schiff halt auch ist. Ja, da ist die Titanic ein Scheiß gegen. Was soll ich denn jetzt hier tun? Ich hab keine Ahnung. Also hier also irgendwo schon wird ein Hebel sein, um das Feuer auszumachen. Ach, hör doch. Das sind Circles, die ich einsetzen muss. Ah, kommst du aber auch noch nicht da. Aber einen schon. Einen ja. Yay. Oh, die machen no. Das Feuer aus. Oh no. Doch. Oh no, no, no. Oh no. No, 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 no. Jetzt hast du es verkackt. Tada. Yeah. Das Tada erinnert mich krass an Mr. Bean. Warum? Weil der in der Comics-Serie von Mr. Bean immer mal wieder Tada. Ja. Wir haben uns früher bei meinem Musiklehrer am Gymnasium tatsächlich in manchen Stunden, wenn halt irgendwie so Ferien war oder wir einen Stoff durch hatten und so, oder halt mal, ich weiß nicht, wenn er einfach keinen Bock hatte, glaube ich auch, haben wir uns mal Mr. Bean angeschaut. Tatsächlich, cool. Alle Erinnerungen, die ich an meine Schulzeit habe, was so Musikunterricht angeht, ich weiß nicht, haben wir da überhaupt irgendwas Effektives gemacht? Ja, es war schon... Irgendwie hat man immer nur Scheiße gemacht. Warum aber ich hatte trotzdem immer eine Eins. Du sollst da eigentlich hochspringen, du Troll. Oh, ich bin so ein Keck. Ja. Das ist schon wahr. Ich erinnere mich, in einer Stunde mussten wir ein Schiff malen. Geil. Ich weiß noch, mein Musiklehrer war, glaube ich, auch mein Religionslehrer. Was? Der war so cool, der Typ. In Religion, weißt du, das war so einer. Andere Lehrer waren so, ja, Jesus und Gott und hast du nicht gesehen? Und er war so, ja, wenn ihr dran glaubt, dann tut das, wenn nicht, dann halt nicht. Macht, was ihr wollt. Also, ja. Irgendwie war es ihm scheißegal. Okay. Weil bei uns im Religionsunterricht, da saß alles. Also jede Glaubensrichtung saß da. Okay. Und, zieh mal ganz fett Leine. Keine Ahnung, der war absolut locker. Wir hatten auch einen Kunstlehrer, der war tatsächlich begabter, erfolgreicher Künstler. Bei uns auch, ja. Was? Ich hab Angst. Lol. Was? Hab ich schon? Bringen Sie. Das Secret muss ja irgendwo sein. Sollte. Ja, das ist nicht der Weg der Jedi. Eigentlich musst du die Kiste nach rechts verschieben, dass du in diese Aussparung da reinspringen kannst. Ich spring gleich in deine Aussparung. Okay. Nein. Ich muss hier hoch wahrscheinlich. Ja. Und auf Anlauf, oder? Auf Anlauf. Nicht auf Ehre. Möge die Erde mit dir sein. Jetzt und in aller Ewigkeit. Amen. Speichern Sie doch mal. Das haben Sie lange nicht getan. Habe ich doch gerade erst vor einer halben Minute. Ja, sag ich doch. So.